Scar. Wow. Tarnfeld aktiviert. Ich würde gerne den Lufttritt ausprobieren, aber ich glaube, dass ich... Oh, da ist eine... Ich würde ja gerne mitnehmen, weil die Leute... Ihr sagt immer, ey, sieht voll episch aus, der Crisis-Typ mit der fetten MG. Wie in den ganzen Trailern immer. Eigentlich sollte das ein Stealth-Kill sein. Wo ist der Typ? Tarnfeld aktiviert. Da haben wir dich ja. Tarnfeld aktiviert. So, also sowas so tolle Sachen waren jetzt nicht. Nicht mehr irgendwie. Wie heißen die Objekte, die man einsammeln kann? Artefakt? Nee, nicht Artefakt. Ich glaube, die heißt mehr Tomb Raider Artefakt. Souvenir heißen die Souvenir? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie heißt Souvenir. Die Garage ist zu, Alcatraz. Sie müssen sich den Weg freisprengen. Ah. BMT-Geschütz und ich schätze mal nicht. Meine erste Idee war, dass vielleicht C4 ist. Achtung, Alcatraz! Koloss nähert sich! Was? Alter! Sag mal, hat der Typ unendlich Leben oder was? Sag mal. Boah, ist... Okay. Nein, oder? Okay. Das Gebäude ist abgeriegelt. Sie müssen sich einen Weg durch die Parkgarage freisprengen. Die Bioprotokollproben befinden sich im Forschungsflügel im 11. Stock. Sie müssen durch die Lobby rauf. Tarnfeld aktiviert das BMT geschützt, um die Sicherheitstüren aufzuschießen. Boah, das kotzt mich jetzt schon ganz schön an. Wieso haben die ja nicht mal zwischendrin irgendwie so einen Kontrollpunkt, als der Typ da war? Oh nein. Wieso auch? Ich hätte mich auch gewundert, wenn der mich nicht gesehen hätte. Tarnfeld aktiviert. Ja, hier sind ja nicht so komisch. Oh. Ihr kommt nicht hier rein. Tarnfeld aktiviert. Ich hab nicht gedacht, dass man mich in dem Teil töten kann, deswegen bin ich da so gechillt drin geblieben, hab gedacht, ah ja. Oh Mann. Tarnfeld aktiviert. Achtung, Alcatraz! Koloss nähert sich! So. Naturprotokoll ein Upgrade an Nanos Zug durch. Nimm den Aufzug zur Lobby. Oha. Maximale Panzerung. Ich schätze mal nicht, dass er uns hier hinterher kommt. Ha. Gut. Kontrollpunkt erreicht. Führe mit dem Bioreparaturprotokoll ein Upgrade am Nanoszug durch. Nimm den Aufzug zur Lobby. Tarnfeld aktiviert. Oh, wie mache ich das jetzt hier am besten? Mein Gott. Ich würde die gern so im Stall. Sektion Grün. Was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Hier spricht Jacob Hagrid. Ich sagte, Feuer einstellen. Sie können mich mal, alter Mann. Profit stirbt hier. Idioten. Der Anzug. Alles Idioten! Sie zerstören unsere einzige Hoffnung! Feuer einstellen! Der Bimbo denkt auch, er wär's, oder? Ja. Als ob.
blöd kann man denn sein? Ja, geh unauffällig dahin. So. Und da war es aus mit der spannenden Kampfszene der Idioten. Sektion Grün, was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Hier spricht Jacob Hargreave. Ich sagte, Feuer einstellen. Sie können mich mal, alter Mann. Prophet stirbt hier. Idioten. Der Anzug. Alles Idioten. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung. Feuer einstellen. Oh, der ist jetzt schlau. Der hebt nur einen Arm hoch und schießt. Aber irgendwann wird er gucken. Irgendwann wird er gucken. Hat er Glück gehabt. Ja, hat er Glück gehabt. Jetzt nicht. Um die Ecke. Da darf man sich jetzt nur nicht von den scheiß Teilen treffen lassen, sonst ist man arm dran. Hallo? Das war ein Schuss in den Kopf, da stirbt man normal. Selbst wenn es in Hals war dann. Cool. Ich wollte gerade sagen, da war da vorher noch so ein Auto, das auf mich geschossen hat. Ja, so Munitionskisten sind ja wirklich nicht wenig, aber da beklagt man sich auch nicht. Und die Typen hier haben anscheinend alle irgendwelche komischen Elektrowaffen. Jetzt zeig mal. Altec, ich glaube, die haben alle das Altec-Teil. Da will ich nicht rein, ich will hier hin. Ja, eine Schrotze will ich auch nicht. Was benutzen? Von wo auch immer die gerade. Oh. Das ist ja alles nicht so schwer. Oha. Komm schon, wo bist du? Lass mal gucken. Ah, Munition. Guckst du noch mal bitte für mich? Ah, jetzt gibt's ja nicht. Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen oder was? Los. Ach, das ist mir scheißegal. Ich lass mich hier doch nicht von irgendwelchen Idioten zum Affen machen. Und da geht's fröhlich weiter mit der Sniper. Oh Mann, sind die doof. Alter. So. Doch keine. Ich hab ihn mit Tim. Schade. Maximale Panzerung. Mein Gott. Da gammelt doch noch ein zweiter. Irgendwo hier. Ah, doch nicht. Feline. Jetzt haben sie die Feline. Oh, was ist hier? Wieder ein Laptop. Volt. Ich könnte wieder einen so Spec Ops Jack All. Alter, ist das für eine Waffe? Hä?
ohne Spaß. Ich überlege gerade echt, ob ich die hier mal. Die ist schon geil, die Waffe, aber. Nee. Ich behalte doch lieber die und Sniper, also völlig normal. Nanovision aktiviert. Ach, wo stimmt, ich könnte ja öfters mal Nanovision. Sicherheitsterminal zu. Nanovision aktiviert. Ah, sehr schön. Aha. Wieso fließt denn da Wasser? Ist es hier ein Klo oder was? Aber seit wann ist ein Klo hinter einem Tresen? Egal. Tarnfeld aktiviert. Alter. Das sieht schon geil aus. Das ist ein riesiges Aquarium. Ich soll mich beeilen. Ich habe keinen Bock, dass das die Scheibe dann reißt und dann heißt wieder, du hast verkackt. Erledigen Sie ihn, Gentlemen. Mit aller Gewalt. Ich will, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat. Was machen Sie da, Lockhart? Tarnfeld aktiviert. Ich mache, was das Direktorium von Grindr schon vor 3 Jahren hätte tun sollen, alter Mann. Ich ziehe Ihre Freunde und räume den Stecker raus. Sie zerstören unsere einzige Hoffnung, Dr. Sie Idioten. Glauben Sie? Oh Mann. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich vielleicht noch kurz hinten in den Gang flüchten kann, dass ich da wenigstens ein bisschen Deckung habe, aber es hat nicht funktioniert. Erledigen Sie ihn, Gentlemen! Mit aller Gewalt! Ich will, dass dieser Wahnsinn ein Ende hat! Was machen Sie da, Lockhart? Ich mache, was das Direktorium von Grindr schon vor 3 Jahren hätte tun sollen, alter Mann! Ich ziehe Ihren Cyborg-Träumen den Stecker raus! Oha. Verarsch doch. Dieser Hund geht jetzt nicht auf die Jagd, Harry. Das Direktorium ist auf meiner Seite. Es will Ihren Blödsinn nicht mehr hören. Ich habe hier das Kommando. Geben Sie auf. Nein. Granaten mag ich gar nicht. Ja, sie bewegt dich und sie kloppt dich. Ja. Das ist für ein geiler Move. Okay, Alcatraz. Die Aufzüge und Sicherheitstore sind alle offline. Sie müssen das System vom Hauptpult aus neu starten. Oh, oh, nein, 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 nein. Und ich hab's noch gesagt, ich hab's noch gesagt. What? Was ist für ein Viech? Hey, wir haben 72% Energie. So viel zum Thema. Letzte Rettung. Stoß an der Central Station wieder zum Chino. Alcatraz, falls Sie mich hören, also es tut mir leid, wir können hier nicht bleiben. Ich wiederhole, wir können nicht bleiben. Ziehen uns zur Central Station zurück. Kommen Sie dahin, falls möglich. Wir werden Sie brauchen. Ohren zuhalten! Gewalt blockiert! Delta 6, halten Sie die Stellung. Wir kommen. Keine Wirkung beim Ziel! Dauerfeuer! Machen Sie den Mistkerl fertig! Was für ein verdammter Dreck! Eine Palastrevolution gerade jetzt. Diese Idioten. Okay, Alcatraz. Verschwinden Sie von dort. Ich kümmere mich jetzt um Lockhart. Wir unterhalten uns auch noch. Ja, ich dachte schon, ich renne hier einfach mal durch. Ich komme da eh nicht hoch. Reifzug! Los! Los! Deckung! Ah! Tagchen. Was? Hier, Delta 6 an Basis. Oh. Wir brauchen sofort Verstärkung. Wir haben Zivilisten dabei, auch Verwundete. Wir haben Feindkontakt mit einer Art Panzerfahrzeuge der Aliens. Es setzt Schallimpulse ein. Meine Männer können. Ihr sind nicht. Ihr sterben hier, verdammt. Delta 6, hier ist Echo 10.
Wir sind unterwegs zu Ihrer Position, aber die Straßen sind blockiert. Es wird dauern, Sinn. Wir haben keine Zeit, Echo 10. Wenn Sie jetzt nicht kommen, können Sie nur noch unsere Leichen zählen. Oh, der ging daneben, das war ganz schlecht. C4 habe ich noch. Oh, und die Granaten davon. Nein, eine Granate vernutzt nichts. Okay. Ich will ganz kurz Scar gegen Sprengungsscar. Hier, Delta 36. Wir brauchen sofort Verstärkung. Wir haben Zivilisten dabei, auch Verwundete. Wir haben keinen Kontakt mit... Wieso hat er jetzt keinen Damage bekommen? Es ist Schallimpulse 1.